Liebe Kundinnen und Kunden, Sheikh und ich freuen uns heute wieder bei Ihnen zu sein. Heute geht es um das Thema Hygieneanschluss, Hygieneadapter für Klimageräte. Sheikh, im letzten Video haben wir den HL 138 vorgestellt und ein bisschen den Hygieneadapter erwähnt. Was ist der Unterschied zwischen dem HL 138 und der Hygieneausführung HL 138H? Der wesentliche Unterschied ist dieser Hygieneadapter. Okay. Und warum brauche ich überhaupt den Hygieneadapter? Ja, der Hygieneadapter hat eine Funktion, und zwar, dass er den Wasserfilm, der sich beim Ableiten des Kondensatwassers an der Innenwand des Rohres, Wasser fließt ja an der Innenwand des Rohrs ab und bildet einen Wasserfilm. Aufgrund der geringen Menge wahrscheinlich. Ne? Aufgrund der geringen Menge, aufgrund der geringen Fließgeschwindigkeit, läuft das Wasser an der Innenwand ab und über diese Innenwand bildet sich ein Wasserfilm. Okay. Und über diesen Wasserfilm können Bakterien bzw. Keime zurück ins Klimagerät aufsteigen. Und dann sozusagen in den Raum reingepustet werden. Genau, so ist es, hineingeblasen werden. Ja. Okay. Jetzt wissen wir, dass das in Bereichen der Krankenhäuser, Laboratorien, Ärzte, Pflegeheime, Pensionistenheime etc. gefordert ist. Welche Norm gibt es dazu? Ja, da gibt es eine Norm, das haben wir uns nicht einfach nur so ausgedacht. Da gibt es die ÖNORM H6020. Mhm, ja. Und in dieser Norm sind eben spezielle Anforderungen an lufttechnische Anlagen bzw. an Anschlüsse, an Abflussleitungen genau definiert. Mhm. Und bei Anschlüssen eben von Kondensatabläufen ist es so, dass dort eine Abtropfkante von 4 cm gefordert ist, die wir mit diesem Hygieneadapter erfüllen. Okay. Sprich, hier drinnen befindet sich eine Abtropfkante, wo das Wasser, wo dieser Wasserfilm, den vorher erwähnten, der unterbrochen wird und wo das Wasser dann hin diesen Ablaufgehäuse abtropft. Danke, Sheikh. Eine kurze Frage zum Adapter, bevor wir zur Animation gehen. Entspricht dann der dieser ÖNORM H6020 Hygieneanforderungen fürs Gesundheitswesen? So ist es. Wir haben auch ein Hygienezertifikat für diesen Adapter, kombiniert natürlich mit HL 138 Kondensatsiphon, sodass man diesen Ablauf beruhigt auch in diesen Bereichen einsetzen kann. Sehr gut. Das heißt, ich als Installateur habe hier die Gewissheit, dass ich mittels des Siphons den Hygieneanforderungen entspreche. Danke, Sheikh. Und ich gehe davon aus, du hast jetzt eine Animation für uns vorbereitet, wie dieser Adapter innen aussieht. Ja, wie die Funktion genau ist. Ich glaube, zur besseren Veranschaulichung, zu besserem Verständnis möchten wir euch einen Schnitt auch durch diesen Adapter zeigen und zeigen, wie das mit dem Abtropfen funktioniert. So, okay. Sieht man hier auf diesen Bildern die Abtropfkante, die sich da drinnen befindet und wie das Wasser dann in das Ablaufgehäuse abtropft und natürlich durch diese Abtropfkante wird eben dieser Wasserfilm entlang der Innenwand des Rohres unterbrochen. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe von diesem Hygieneadapter. Okay. Vielen Dank für die tolle Erklärung, Sheikh. Nun wissen wir, welche Anforderungen im Hygienebereich vorhanden sind. Liebe Kundinnen und Kunden, wir bedanken uns sehr für die Aufmerksamkeit und freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen.